Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Devil May Cry 4. Wir sind hier stehen geblieben und müssen wahrscheinlich hier runter. So wie wir das Spiel kennen. Und zwar ziemlich genau ganz runter. Jetzt sollen wir hier was aktivieren. Warum auch immer. Das Leben hätten wir jetzt zwar nicht gerade gebraucht, aber okay. Dann lassen wir die Dinger wieder an. Ach, diesmal sind es blaue. Okay. Dann gehen wir doch mal auf den blauen Steg. Hallali! Was für ein Sprung. Jetzt sind wir gleich eine Etage höher gesprungen. Oi. Zum Glück können wir jetzt hier nur rüber gehen, da wir mit Nero alles schon gemacht haben. Puh. Also hier wäre uns ganz schön Weg erspart eigentlich, wenn man so will. Also mit euch habe ich gar keine Probleme. Euch mache ich sogar auch in Rekordzeit wie mit Nero fertig, von daher. Naja, also mit dir nicht, nee. Dann muss ich wohl den Dämonentrigger aus. Also der Devil Trigger muss ich mit dir auseinandersetzen, sonst habe ich wohl ein Problem. Also ich habe kein Patentrezept gefunden. Also ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht habe hier. Also ich weiß, dass ich hier schon 3-4 Mal gestorben bin. Im normalen Run. Wo man nicht so OP ist. Von daher muss ich sagen, es sind ein bisschen mies die Gegner. Und sind nicht gerade fair zu einem. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Hier kann ich mich, glaube ich, healen. Nein, von den Dingern. Mal gucken, wie viele ich zerstören muss, bis ich was aller Heilstil bekomme. Da, dankeschön. Dass ich da nichts bekomme, ist ein bisschen unfair, aber okay. Gibt dort hinten nichts, dann gehen wir auch nicht nach hinten. Lol, trollolol. Auf geht's in die nächste Trollscheiße. Ah, jetzt sind wir von der anderen Seite dort reingekommen. Der lebt noch. Dante findet das natürlich wieder attraktiv. Wenn du meinst. Ach nee. Wir brauchen Tricks, den Trickster. Und oh, wir sind noch im Dämonen-Style-Modus. Das wird sonst ein wenig zu einfach. Warum wieder der Swapmaster? Ich brauche den Trickster. Oh. Jetzt versuchst du diese Scheiße, ne?
Dann nehme ich mir halt ein bisschen von deinen Orbs, weil ich es kann. Er will mich ablenken, dass er mich fressen kann. Willst du dich nicht wehren? Nein. Das kannst du vergessen, du kleiner Piepmatz. Nee, 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 nee. Tja, das tut dir jetzt weh, ne? Hast noch richtig Schläge abbekommen. Ja, jetzt gehst du wieder in die Versenkung. Weil er bemerkt hat, er hat keine Sonne gegen uns. Er sieht auch keine Sonne allgemein. Nee, vergiss es. Nee. Jetzt kaut er auf uns rum, oder wie? Ja. Na warte, du kleiner Kotzkopf. Ach, du machst dieses Spiel jetzt nochmal. Nein! Ah, zum Glück. Das ist eben... So kann man sich auch noch befreien. Indem man sie einfach in den Devil Trigger geht. Nein! Tja. Au. Er meint es nochmal gut, aber wir sind besser. So, seid ihr. Und das werden wir von ihm bekommen. Gleich so viele? Was will er mit deiner Truhe machen? Ach nee, das ist doch die unnütze Truhe. Also ich kann mit der gar nicht umgehen. Guckt euch das an, was die kann. Ist okay. Voll übertrieben, ne? Hat er auf einmal ausradiert. Oh oh. Und für uns geht's eine Tasche tiefer. Pandora, eine Waffe der Unterwelt, die 666 Formen annehmen kann. Dezimiere zahllose Gegner in einem Augenblick. Oh, ich weiß ja nicht, wie ich die verwenden soll, aber okay. Wir fliegen einfach mal hier runter und beenden den Part grandios. Dann werde ich auf jeden Fall hier noch mit euch mal kurz das Zeug einstellen für nächstes Mal, damit wir auf jeden Fall gut vorbereitet sind und nur noch losstarten können. Oh yeah. Power-Ups müssen wir dafür machen und das geht dann mit Schusswaffen Pandora weiter. Okay. Werden wir auf jeden Fall aufrüsten. Oho. Okay, werden wir auf jeden Fall mal austesten, falls ich es denn schaffe.
verwandeln sie Pandora, also Hatred aus und drehen sie zweimal um 360 Grad. Okay. Und hier halten sie Viereck gedrückt und bewegen sie dreimal nach links. Oder rechts. Okay. So kann man also die Kombis verwenden. Dann freue ich mich mal im nächsten Part, sie mit euch auszutesten. Seid dabei bei Mission 16. Tüdelö!